Shirin Bogner 1992. Tausende Stern-TV-Zuschauer schließen das kleine Mädchen ins Herz. 14 weitere Auftritte werden in den nächsten Jahren folgen. Kein Gast war also in der Geschichte von Stern-TV öfter bei uns als Sie. Wann kommt endlich wieder das Mädchen zu euch, das immer kurz vor Weihnachten bei euch in der Sendung ist? Ich bin mit Stern-TV groß geworden, muss ich tatsächlich nach der langen Zeit sagen. Aber für niemanden gilt dieser Satz im Grunde so wie für ein einstmals kleines Mädchen aus Österreich. 1985 wird Shirin in Oberösterreich geboren. Ihre Eltern sind drogenabhängig. Dass sie AIDS-krank sind, erfahren sie erst ein paar Monate nach Shirins Geburt. Ebenso, dass sich ihr Kind bereits im Mutterleib mit dem HIV-Virus infiziert hat. Bald geht es den Eltern gesundheitlich sehr schlecht und Shirin kommt zu ihrer Oma Erika. Die Kleine soll ihre Eltern nicht leiden sehen. Doch schon im Alter von 3 Jahren gehören auch für Shirin regelmäßige Arztbesuche zum Alltag. Darf ich dir das Loch kurz anschauen? Shirin, legst du dich da mal kurz nieder, wirst du das jetzt am Bauch anschauen? Die Oma kommt und du legst jetzt einmal nieder, das passiert. Komm jetzt gleich. 1989 ist Shirin Bogner eine der ersten Patientinnen der neu eröffneten Kinder-AIDS-Station der Düsseldorfer Uniklinik. Daheim ist sie mit ihrer Oma aber in einem Dorf bei Linz. Zu einer Zeit, wo kaum jemand etwas über AIDS weiß, wenden sich Freunde und Bekannte von der Familie ab. Im Kindergarten wird Shirin abgelehnt. Zu dem Kampf gegen das Virus ist der einsame Kampf gegen Vorurteile hinzugekommen. Irgendwie behandeln mich die anderen Kinder eigentlich wie anders, wie wenn ich kein Mensch wäre. Ich habe sie einfach irgendwo hingebracht, wo sie dann mit Kindern in Berührung war. Viel in Kaufhäusern. In vielen Kaufhäusern sind Kindergärten eingerichtet gewesen, wenn die Eltern einkaufen gehen. Da habe ich sie 2-3 Stunden gelassen. Doch Shirin bleibt stark und erzählt 1993 bei Stern-TV von ihren großen Plänen. Ich habe doch mal gesagt, du weißt genau, wie alt du werden willst. Ja. Wie alt? 100 Jahre. 100 Jahre. Und warum ist es so wichtig, dass das 100 Jahre werden? Ja, weil so alt ist noch nicht geworden. Noch nie? Ah, doch, ein paar gibt's. Ein paar gibt's. Ich kenne aber nicht mit der Krankheit. Das ist richtig. Das ist richtig. Mit nur 8 Jahren weiß sie bestens über ihre Krankheit Bescheid. Das ist eine so eine Kugel, die hat so Zellen und die Zellen sind jetzt noch verschlossen. Und wenn die Zellen aufgehen, dann wird die Krankheit immer mehr und mehr und mehr und dann sterbe ich. Shirin schluckt massenhaft Medikamente. Viele Präparate sind noch in der Entwicklung. Die meisten davon werden wegen schlimmer Nebenwirkungen heute längst nicht mehr verschrieben. Als sich Shirins Gesundheitszustand 1995 dramatisch verschlechtert, sind ihre Eltern bereits tot. Sie kann kaum essen und verliert lebensgefährlich an Gewicht. Kanülen, Spritzen, OP. Die 10-Jährige weiß, was auf sie zukommt. Ja, okay, gut. Okay. Shirin wird eine Magensonde gelegt. Sie muss künstlich ernährt werden, weil sie sonst verhungern würde. Das kleine Mädchen wiegt nur noch 26 Kilo. Auch ihre Leberwerte verschlechtern sich dramatisch. Sie muss punktiert werden. Und ganz normal weiteratmen. Spätzlein, alles fertig. Hast du ganz toll gemacht. Das kleine Mädchen bleibt tapfer. Bei einem Strandurlaub kommt Shirin langsam zu Kräften. 3 Monate nach der OP zeigt sie sich bei Günter Jauch schon wieder schlagfertig. So im Vergleich zu den Bildern, die wir da von der Operation gesehen haben, wir haben ja mal telefoniert, da hast du ganz ein dünnes Stimmchen gehabt. Ja, wenn du mich auch einen Tag nach der Operation anrufst. So, ja. 2 Jahre später ist Shirin wieder da und feiert ihren 12. Geburtstag mit großem Selbstbewusstsein. Happy Birthday, liebe Shirin. Danke auch. Darfst du immer so lange aufbleiben, Shirin? Ja. Gestern auch. Gestern auch? Ja, sicher. Ja, sicher. Shirin sucht sich neue Hobbys. Immer dabei Oma Erika. Die Enkelin erholt sich gut, kann bald auch das Essen wieder genießen und legt kräftig zu.
Du glaubst, du musst jetzt in 10 Jahren das hineinpacken, was ein ganzes Leben wäre. Du hast pausenlos, bist in ewiger Unruhe, dass irgendetwas Gutes tun kann. Bei ihren jährlichen Stern-TV-Besuchen um Weihnachten darf sich nicht nur Shirin über Geschenke freuen. Selbstgemacht, ja. Das ist ein Freundschaftsband? Ja. Ja. Das ist toll. Vorlesen. Darf ich dir einen Bussi geben? Wo muss ich das? Vorlesen, was da drauf ein Zettel. Steht, ja. Das darf ich aber nicht sagen. Das bleibt unter uns, ja? Das ist ja fast eine. Nein, da dürfen Männer schon gar nicht zuhören. Ja? Nein, das ist unser ganz privates Geheimnis. Als Teenager verliert Shirin einen Teil ihrer Unbeschwertheit, wirkt nachdenklicher. Sie schluckt immer neue Kombinationen von Medikamenten, denn das Virus bildet immer neue Resistenzen. Mein größter Wunsch wäre einmal aufzuwachen, ohne, also dass ich dann den ganzen Tag keine Schmerzen habe. Dann wird es ein paar Jahre still um Shirin. Erst 2010 treffen wir sie wieder. Die 25-Jährige führt nun ein eigenständiges Leben. Weil sie als Kind fast die gesamte Schulzeit verpasst hat, stand sie auch ohne Ausbildung da, erzählt sie uns. Es gab dann später Hauslehrer, die mit mir gelernt haben. Und da habe ich dann immer gesagt, ich brauche das ja eh nicht alles lernen, weil ich kriege sowieso einen Job bei Stern-TV. Das ist eh schon klar. Das HIV-Virus ist mittlerweile unter der Nachweisgrenze und Shirin längst nicht mehr ansteckend. Sie leistet zwischenzeitlich AIDS-Aufklärung in Schulen. Die Ärzte haben mir erst 4 Jahre gegeben, dass ich 4 Jahre überleben würde. In Europa ist heute kein anderer Mensch bekannt, der länger mit dem HIV-Virus lebt als Shirin Bogner. Das berührt auch Günther Jauch im Stern-TV-Studio 2015. Wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass dein Leben im Grunde so großartig dann verlaufen würde. Also ich hätte es gerne glauben wollen, aber so ganz überzeugt wäre ich damals nicht gewesen. Es ist für mich ein großes Familientreffen, zu Stern-TV zu kommen. Shirin Bogner. Ihr Schicksal hat Millionen berührt. Sie hat eine tödliche Krankheit bekämpft und dabei sämtliche Vorurteile der Gesellschaft besiegt.